Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 3, ganz genau. Und in der letzten Folge haben wir 20 Bürgerwehrmissionen auf Portland geschafft, denn das ist auch wichtig für die 100%ige Wertung, aber wir sind immer noch nicht durch mit den Bürgerwehrmissionen, denn es gibt immer noch zwei weitere Stadtteile bzw. Inseln, wo wir auch jeweils 20 Bürgerwehrmissionen schaffen müssen. Das heißt, zwei Stadtteile, a 20 Bürgerwehrmissionen, macht insgesamt also noch 40 Bürgerwehrmissionen, die wir in diesem Projekt machen müssen. Ja, da habe ich allerdings einen kleinen Trick angewendet, der die ganze Sache so ein bisschen vereinfacht hat. Und was machen wir in der heutigen Folge? Ich glaube, es ist ganz offensichtlich. Warum stehen wir hier wohl vor einem Feuerwehrwagen? Ganz genau, wir spielen heute Feuerwehrmann, wir spielen heute Feuerwehrmann. Deswegen will ich gar nicht so lange Zeit verlieren, sondern ich steige direkt mal ein in das gute Gerätchen hier. Feuerwehrwagen. Und dann wollen wir mal so ein paar Brände löschen. Und auf geht's. Brennendes Fahrzeug in der Gegend von Portland View gemeldet, lösche den Brand. Das werden wir doch jetzt einfach mal tun. Gut, das hier ist auch sehr wichtig für die 100%ige Wertung, wie so ziemlich alles, was ich hier mache. Und auch in der Feuerwehrmission gibt es einen kleinen Trick, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist schon ein ganz großer, also er ist nicht vergleichbar mit dem Trick der Bürgerwehrmission. Also das hier ist schon eine Nummer höher, da sag selbst ich, wenn ich den jetzt anwenden würde... Ich sag das ganz ehrlich, dann würden wir für 20 Brände, die wir hier auf Portland löschen müssen, denn das hier ist hier wieder nach demselben Prinzip aufgebaut wie bei den Bürgerwehrmissionen. Also wir müssen in drei Stadtteilen immer jeweils 20 Stück, ja, pro Stadtteil löschen. Also 20 Brände pro Stadtteil. Hier in Portland müssen wir also 20 machen und dann haben wir noch jeweils zwei andere, wo wir auch 20 machen müssen. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich das mit diesem Trick hier machen würde, dann würden wir, ich sage ganz ehrlich, 1 bis 2 Minuten brauchen, bis wir die 20 Brände gelöscht haben. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen lame, muss ich sagen. Deswegen werde ich den hier erst vielleicht ganz am Ende für die ganz fleißigen Zuschauer, die das hier schön bis zum Ende geguckt haben oder bis zum Ende gespult haben, aber ich warne euch, das macht ihr nicht. Naja, ich kann es sowieso nicht kontrollieren. Macht doch, was ihr wollt. Also, ich werde das vielleicht am Ende nochmal zeigen, wenn ich durch bin mit den Feuerwehrmissionen. Wie der Trick eben aussieht. Denn das ist ehrlich ein bisschen, es ist mir ein bisschen zu leicht, das Ganze. Und da verzichte ich jetzt einfach mal drauf. Wenn ich ihn euch gezeigt habe, dann werdet ihr verstehen, warum ich so darüber spreche. Weil das kann man echt nicht vergleichen mit dem Trick bei den Bürgerwehrmissionen. Dagegen ist der Trick bei den Bürgerwehrmissionen ein kleiner Fisch. Wie Catalina auch mal Claude genannt hat am Anfang des Projektes. Das ist wirklich ein kleiner Fisch. Das hier bei den Feuerwehrmissionen, das ist dann schon ein großer Fisch. Das ist schon Wal, also jetzt im Verhältnis. Das ist echt... Das ist viel zu einfach damit. Ich werde euch den zeigen, dann wisst ihr, was ich meine. Oder ihr kennt den sogar, dann könnt ihr mich ja noch leichter verstehen, warum ich so darüber rede. Nee, das werden wir hier normal spielen. Wir haben jetzt 4 Feuer schon gelöscht. Wie gesagt, wir müssen 20 Stück hier machen in Portland. Oder auf Portland, wie auch immer man das sagen möchte. Und dann müssen wir danach noch irgendwann das fortsetzen. Aber es ist auch ganz gut, dass wir das jetzt hier am Anfang abschließen. Denn wie gesagt, ich habe das in den Bürgerwehrmissionen angesprochen. Ich habe das auch schon in den Sanitätermissionen angesprochen. Wenn, je später wir die machen, desto mehr Feinde haben wir an diesem Ort. Und desto öfter werden wir auch angeschossen. Natürlich kann es immer mal sein, dass wir auch selbst jetzt, wo wir noch eigentlich keine Feinde haben, mal angeschossen werden. Es gibt immer mal wieder Leute, die was gegen uns haben. Aber... Ja, wenn wir uns durch Missionen erstmal Feinde gemacht haben, und das sind nicht gerade wenige, dann werden wir hier am laufenden Band nur noch abgeschossen. Und das ist natürlich eher kontraproduktiv. Kontraproduktiv, versteht ihr den Witz dabei? Ja, also... Entschuldigung. Also wenn...
Ja. Worüber habe ich gerade eigentlich gesprochen? Ich habe es gerade irgendwie vergessen. Ich glaube, über den Trick, oder? Ach nee, über die... Genau, ich weiß es jetzt wieder. Keine Ahnung, kurzer Blackout gerade. Okay, alles klar. Contra ist wieder auf dem Planet Erde angekommen. Jetzt, wo wir noch keine Feinde haben, ist das wirklich angenehm. Wir können das hier ganz einfach machen. Hier, seht ihr diese Mafiosis? Wenn wir später bestimmte Missionen gemacht haben, dann sind diese Mafiosis auch nicht mehr auf unserer Seite. Und dann greifen die uns auch an. Und das könnte natürlich dazu führen, dass unser Fahrzeug anfängt zu brennen und wir die failen. Das wäre jetzt hier im Prinzip auch nicht so dramatisch, denn wir müssen diese 20 Brände nicht am Stück löschen, sondern das ist wie bei den Bürgerwehrmissionen hier in GTA 3, dass wir die auch unterbrechen können. Das heißt, ich könnte das jetzt abbrechen, jetzt. Wir sind jetzt gerade bei 7 Bränden, die wir gelöscht haben. Und dann könnte ich an einem anderen Tag oder zu einem anderen Zeitpunkt dann die 13 nachholen und das würde dann trotzdem im Endeffekt zählen. Aber das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. Aber bei den Sanitätermissionen war das schon echt wichtig, dass wir es jetzt gemacht haben. Weil da mussten wir die 12 Level ja wirklich am Stück schaffen. Das ist auch die einzige Ausnahme in GTA 3 bei den R3 bzw. Tab-Missionen. Sonst muss man das nicht machen. Und ja, ich hätte gerade anders fahren können, aber ich war gerade zu faul zum Umdrehen. Das ist immer so ein bisschen behäbig mit diesem Feuerwehrwagen. Da fahre ich meistens lieber nur geradeaus, weil das andere dauert mir... Ist mir einfach zu umständlich. So. Ja, das ist noch wirklich ganz angenehm, so ohne Feinde. Man wird nicht die ganze Zeit beschossen. Und das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen angenehmer. Ich glaube, wenn ich die Feuerwehrmission jetzt zu spät gemacht hätte und wir hätten schon zu viele Feinde, ich glaube, dann hätte ich auch eventuell über diesen Trick nachgedacht, weil man kann das auch eigentlich nicht nur einen Trick bezeichnen. Das ist schon echt Schummeln. Also da sag selbst ich, der eigentlich meint, dass Bugs die Schuld der Entwickler ist, das hätten die beheben können und wenn sie das nicht tun, dann kann man das als Spieler doch nutzen. Unter der Brücke? Kann ich hier runterfahren, ohne dass ich mich überschlage oder so? Ja, kann ich. Okay. Wirklich unter der Brücke? Na, da hast du dir natürlich ein schönes Plätzchen ausgesucht. Das ist natürlich optimal. Dann ist ja, dann kannst du ja glücklich darüber sein, dich glücklich schätzen, dass Claude hier als Feuerwehrmann dir zu Hilfe geeilt kam und dein Auto gelöscht hat. Das ist wirklich eine Ehre. Also ich würde auch gerne, wenn irgendwas bei mir brennen würde, dann würde ich auch Claude erstmal anrufen und fragen, ob er vorbeikommen kann. Weil der macht das echt immer zuverlässig und richtig gut. Wirklich richtig gut. So, wir haben noch 1,40 Zeit. Also Zeitprobleme haben wir hier nicht. Auch wenn wir gerade fair spielen, kann man das schaffen. Wo muss ich jetzt eigentlich gerade hin? Jetzt kommt wieder das Problem, dass GTA 3 keine große Karte zur Verfügung hat in-game und man das nicht wirklich berechnen kann. Das war bei den Sanitätermissionen auch schon richtig nervig, weil wenn da jetzt erstmal 4 Punkte in der Ferne irgendwo auf der Minimap angezeigt werden, ja, woher soll man denn wissen, wo genau die liegen? Man kann das nur erahnen. Also das ist wirklich ein bisschen blöd, dass die hier wirklich keine Karte eingebaut haben, aber das ist auch ein gewisser Schwierigkeitsgrad an diesem Spiel. Irgendwie macht das GTA 3 auch so ein bisschen aus, finde ich. Irgendwie ja. Aber irgendwie ist es trotzdem schade, dass man hier keine Ingame-Karte hat. Gerade hier für YouTuber ist das nicht gerade geeignet. Aber wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Wenn ich nicht weiterkomme, dann kann ich immer noch euch um Rat fragen. Denn ihr seid doch alle Pros, oder? Alle meine Zuschauer sind Pros. Das ist einfach so. Denn wenn ich Contra bin, ja, was sind denn die Zuschauer? Natürlich Pros. Deswegen seid ihr in dem Fall meine Pros. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann kann ich mich ja wahrscheinlich auf euch verlassen. Und dann könnt ihr mir da einfach kurz auf die Sprünge helfen. Das wäre echt cool. Weil so, ich weiß das meiste wirklich noch hier in GTA 3. Aber es kann ja mal sein, dass man irgendwas aus irgendwelchen Gründen mal nicht mehr weiß. Und dann wäre das ja ganz cool, wenn ich... Hallo? Achso, ich dachte, ich muss ein bisschen länger draufhalten, weil das ja so ein... Weil das ja so ein großer Trashmaster ist. Trashmaster. Warum heißt der eigentlich Trashmaster? Vielleicht dürfen das ja nur fähige Müllmänner fahren, so ein Trashmaster. Also dass die dann ihre Meisterarbeit abgelegt haben und dann Trashmaster sind. Dann wisst ihr Leute, es gibt natürlich, es gibt Bäckermeister, es gibt Maurermeister,
und sonstige Meister, aber es kann nur einen einzigen Trashmaster auf dieser Welt geben. Das ist nämlich derjenige, der auf dem Schrottplatz und auf dem Müllplatz das Sagen hat. Das ist der Big Boss der Müllmänner. Das ist der, der einfach alles befehligen kann. Und das ist schon ehrenvolles Ding, denn so ein Trashmaster zu fahren. Ja, ich rede heute ziemlich viel Bullshit. Aber irgendwie muss man sich die Zeit ja irgendwie vertreiben, während man hier diese Feuer löscht, weil wirklich abwechslungsreich ist das hier nicht. Und wirklich Spannung kommt hier auch nicht auf. Wir haben jetzt schon über zwei Minuten Zeit. Und dabei beeile ich mich jetzt gar nicht so sehr. Aber das ist eigentlich auch ganz angenehm hier. Wir müssen uns nicht beeilen. Wir müssen uns wirklich nicht beeilen. Nö. Wir haben alle Zeit der Welt. Und wenn ich mir das hier so angucke und jetzt mal drüber nachdenke. Bei den Bürgerwehrmissionen fehlen mir jetzt noch 40 Stück. 40 Missionen. Auf zwei Bereiche im Spiel aufgeteilt. Und hier auch nochmal. Hiernach fehlen mir auch nochmal 40 Stück. Soll ich die dann wirklich nochmal zeigen? Also ich zeig euch ja hier im Prinzip, wie die Bürgerwehr- und Feuerwehrmissionen und so funktionieren. Soll ich euch die dann wirklich nochmal zweimal zeigen? Das ist doch im Prinzip, ist es doch das Gleiche. Also hier ändert sich ja nichts mehr. Also wirklich abwechslungsreich ist das nicht. Und ja, es ist einfach, es ist das Gleiche nochmal. Das ist nicht irgendwie wie bei den Sanitätermissionen, dass das einen Zusammenhang hat. Also von Level zu Level wird das schwieriger. Und da kommt jedes Mal ein Patient mehr, den man befreien muss. Und somit ist der Schwierigkeitsgrad erhöht. Sondern das sind einfach 20... Das sind alles eigenständige Fälle hier. Theoretisch könnte ich ja auch immer ein Feuer löschen, dann die Mission abbrechen, dann nochmal neu starten, dann wieder einen löschen, dann wieder abbrechen. Das 20 Mal und dann würde ich genau das gleiche Ergebnis erreichen, wie wenn ich hier 20 am Stück mache. Also deswegen weiß ich nicht, ob ich euch das zeigen soll. Da bin ich echt noch ein bisschen unschlüssig. Ich tendiere jetzt erstmal zu einem Nein. Aber ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Vielleicht wollt ihr das ja auch nochmal sehen. Vielleicht kann man das ja dazu nutzen, falls ich es mache, über irgendein bestimmtes Thema mal zu quasseln. Ich weiß ja nicht. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mich nicht festlegen. Also es kann ja sein, dass ich mich nochmal umentscheide oder so. Oder doch einen größeren Sinn dahinter sehe, das nochmal zu zeigen. Aber vom jetzigen Standpunkt aus muss ich ehrlich sagen, dass das... Das wäre mir irgendwie ein bisschen zu blöd. Also das möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Also jetzt auf den ersten Blick. Jetzt bei der ersten Überlegung würde ich echt Nein sagen. Ich sehe da irgendwie keinen Sinn gerade dahinter. Aber vielleicht finde ich den ja noch, den Sinn dieser Mission. So, wir haben jetzt 17 Stück schon geschafft. Aha, ja, 3 Stück noch. Dann haben wir das endlich geschafft. Ich glaube, ich werde, wenn ich 20 Stück habe, werde ich euch den Trick zeigen. Das habe ich euch ja versprochen. Ich werde ihn euch zeigen, damit ich den auch in meinem Projekt drinne habe, weil ich finde Bugs und solche Sachen, das sind immer ganz nette Dinge zu wissen. Das ist einfach interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen mit der ganzen Thematik. Deswegen werde ich euch den auf jeden Fall zeigen. Oh nö, das geht doch ganz schön schnell. Liegt also nicht daran, dass ich eben... Habe ich eben also bei dem anderen Trashmaster nur daneben gezielt oder so. Und es hat nicht damit zu tun, dass der Wagen ein bisschen fetterer Brocken ist und deswegen länger braucht, um gelöscht zu werden oder so, was ja eigentlich realistisch wäre. Aber GTA 3 ist in der Hinsicht gar nicht so wirklich realistisch. Und immer unter dieser Brücke. Was macht ihr denn hier? Ist die Brücke verflucht oder sowas? Oh nein, hier sind Geister. Bloß schnell weg hier von diesem Ort des Grauens. So. Okay. Ein einziger Brand noch und dann werde ich den Trick verwenden. Hoffentlich ist er jetzt nicht allzu weit weg. Nein, natürlich nicht. Das ist sehr gut. Alles klar. Bus, bitte aus dem Weg. Ich möchte hier bitte einen Brand löschen. Die Leute wollen hier irgendwie nicht, dass ich hier was lösche. Was ist nur mit diesen Leuten los? Sie müssen eigentlich beiseite fahren. Okay, ich habe die Sirene nicht an. Aber weil die mich auch ziemlich nervt. So, $5000 kriegen wir für den 20. gelöschten Brand in Folge. Und jetzt werde ich euch gleich den Trick zeigen. Ich zeige euch jetzt einfach mal gleich den Trick.
Werde ich einfach mal so raushauen. Ja. Ich werde ihn euch jetzt gleich mal zeigen. Ja, ich zeige ihn euch am besten jetzt. Also der Trick ist folgendermaßen. Und wenn ihr den noch nicht kennt und den jetzt seht, so, dann werdet ihr verstehen, warum ich gerade darüber gesprochen habe, dass der wirklich Schummeln ist und das kein kleiner Trick ist. Also ihr müsst in den Wiederholungsmodus gehen. In den Wiederholungsmodus kommt ihr, wenn ihr F1 drückt. Das mache ich jetzt einfach mal. So, das ist der Wiederholungsmodus. Und jetzt müsst ihr den Wiederholungsmodus mit F1, also ihr müsst wieder F1 drücken, einfach verlassen. Und siehe da, das Feuer ist gelöscht. Wie lame ist das denn bitte? Leute, ganz ehrlich. Nein, nein, also ich hätte das die ganze Zeit machen können, aber wie gesagt, ich habe gesagt, das Video würde ein bis zwei Minuten gehen, wenn ich diesen Trick angewendet hätte. Ungelogen. Und das kann man beliebig oft machen. Wirklich, also, ja. Das kann ich die ganze Zeit machen. Und ja, damit kann man echt eine Menge Geld machen, wie ihr sehen könnt. Aber das ist wirklich nicht mehr, das fällt nicht mehr unter die Kategorie kleiner Trick, sondern das ist schon ein massiver Eingriff in die Mechanik. Also das ist echt ziemlich fahrlässig gewesen von Rockstar, dass sie das nicht ausgebaut haben. Aber wir haben hier in Portland die 20 erforderlichen Brände gelöscht und deswegen können wir jetzt auch einfach mal abbrechen. Haben $87.750 eingenommen. Und ja, damit haben wir die Feuerwehrmission erstmal abgeschlossen. Und hey, warum hebst du das nicht an? Das wäre jetzt der super Schlusspunkt für dieses Video. Mann, jetzt hast du mir das versaut. Haben wir eigentlich eine Belohnung bekommen? Dafür? Haben wir eigentlich echt eine Belohnung dafür bekommen, dass wir das jetzt gemacht haben? Jetzt weiß ich gerade gar nicht die Belohnung. Naja, okay, werde ich nochmal nachschauen, was es für eine Belohnung gegeben hat. Ich habe da jetzt irgendwie nicht so drauf geachtet. Wahrscheinlich wurde das auch links oben mit diesem komischen Gerät auch wieder angezeigt, aber da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber ist ja auch egal. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute und wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet und bis dahin sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal. Pang!